für den Kopf. Bei mir ist es rot und legt es hier drauf. Den ersten Stift einfach nur drauflegen. Dann nehmt drei Gummibänder von rot für den Kopf. Und spannt es. Und danach da. Drei Gummibänder. Dann nehmt eure nächste Farbe. Nehmt drei davon, drei Gummibänder hier. Und spannt es wieder nach unten. So. Dann noch nächste Farbe. Drei Gummibänder. Und ganz normal nach unten. So. Und wieder drei. Nach unten. So. Das macht ihr jetzt bis zum Ende. Und das letzte dann. Die letzten drei Gummibänder. So. Nach unten. Jetzt nehmt ihr euch zwei Gummibänder von der letzten Farbe, die ihr habt, genutzt habt. Zwei. Gebt sie drauf. Macht einmal so. Und gebt sie zurück drauf. Und dann nochmal. Macht einmal so. Und gebt sie zurück drauf. So. Jetzt habt ihr sie dreimal, also zweimal umwickelt und habt drei Ringe. Jetzt nehmt ihr einen Haken und lumt einfach nach oben. Ihr schiebt die bummeligen Bänder nach unten und holt euch die drei Gummibänder. Ist ein bisschen streng, weil es drei Gummibänder sind. Ganz normal nach vorne. Wenn es runtergeht, ist kein Problem. Ihr könnt es einfach wieder drauf geben. So. Und das letzte. Wieder drauf geben. Okay. Jetzt haben wir hier das übrig gebliebene Band. Das holen wir hier hinaus. So. Aber nicht ganz durchholen. Da unten sollte es noch so sein. Dann holt ihr euch beide Enden von dem übrig gebliebenen Band auf den Haken. Und zieht das eine Ende durch das andere. So. Hier einen normalen Knoten. So. Und jetzt fangt ihr wieder hier am Anfang an und zieht das Armband ab. Also eigentlich die Raupe. Ist eure Raupe schon soweit fertig. Und wenn ihr wollt, dass sie noch solche kleinen Wellen drin hat, damit es echt ausschaut, nehmt euren Haken, zählt bis zum dritten, so, steckt euren Haken hier durch und zieht dann ein bisschen so in diese Richtung, damit der Kopf ein bisschen raufschaut. So, dann hier in der Mitte ungefähr von der Raupe steckt ihr rein und zieht so. So, ihr könnt dann wieder nachziehen. So. So, das kann ein bisschen so. Und fertig ist eure Raupe.